Praxis Dr. Armbrust, hausärztliche Leistungen, Gesundheitsvorsorge, Diagnose, Therapie, allgemeine Medizin, Ozon, Eigenblut, Vitamin, Aminosäuren oder NADH plus Infusionen. Für das äußere Wohl bieten wir Botox oder Hyaluron, viele Anwendungen. Sie sprechen mit Oksana Rutschinsloch. Was kann ich für Sie tun? Da. Sind Sie Kasse oder privat? Kasse. Leider keine Termin. Alles voll. Da. Frühestens im September. Da. Spasiba. Ciao. Kasse. Zucker. So, schönen guten Morgen, Oksana. Wie geht's dir denn heute? Guten Morgen, Katja. Ehrlich gesagt, nicht so gut heute. Habe ich lustiger Busy. Gott, wie sieht's denn mit unserem Terminbuch aus? Sind wir ausgelastet? Irgendwelche Besonderheiten heute? Nichts Besonderes. Außer dieser Amanda. Sitzt seit letzter Woche Donnerstag. Schaut immer so bedröppelt. Macht mich depressiv. Müssen schicken weiter. Ich schau mal eben. Guten Morgen, ich bin Ihre behandelnde Ärztin. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Wie geht es Ihnen denn? Komisch. Hab ich dir gesagt, ist komisch, Herr Mann. Sag ich, müssen schicken weiter. Ich weiß. Ich werde mal rumtelefonieren. Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Dir auf jeden Fall guten Start, Oksana. Wenn was ist, ruf durch. Ja. Danke, Katja. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Servus, guten Morgen, mein Hand. Ja, sieh, Jago, ja, du gefällst mir. Ja, wo bist du raus? Bist du eine vom Graus oder wie? Na, bin ich nichts Graus. Aber wenn ich dich so anschaue, graust mich vor dir. Hast du wenigstens Termin? Was hast du gesagt? Ein Termin? Okay, du kennst mich doch. Ich bin der Keiler Günther, der Kolmer, der Columbo. Du, ich brauch keinen Termin, glaub es mir. Du, ich komm jetzt grad von der Archipintner. Ja, dann hab ich wieder nach dem Rechten schauen müssen. Ja, mein Sie. Ja, ein Brettschneider da bin ich, die Freibierlädchen. Ja, und der Blasi, der Hofmann Klausi, ja, und der Sterolli, die waren ja alle wieder drin. Ja, du weißt das ja, was abläuft. Ja, und hier noch, da hab ich um mich müssen. Zum Ile. Ja, da hab ich meine Freundin wieder beim Brezenaufbau helfen müssen. Weißt Bescheid. Aber jetzt war es ganz was anderes. Du, jetzt habt ihr da draußen, bei der Haustür habt ihr es, so eine Cocktailkarte hängen. Wie schaut's aus? Kann ich mal einen probieren? Daumen die was. Machen wir die ein bisschen lustig oder so. Ja, Piedole, du reden viel, kleiner Mann. Ist nichts gut für meine Haut, dir zuhören. Kriege Pusteln. Brauch ich erstmal deine Gesundheitskarte. Aber was? Was für eine Karte? Na du, ich zahl bar, wenn's pressiert, na, watsch ich die mit die 500er ab. Aber jetzt, wer schaut's aus? Jetzt war der Cocktail recht. Ich hab einen Durst. Na, schaust du, hier ist Cocktailkarte. Warte, klar, Moment, jetzt will ich mich erst einmal wieder von keine Sicht auf gute Sicht wechseln. Na, Moment. Was haben wir da? Ein Detox-Leber-Cocktail. Meine Leber fällt gar nichts. Eine Neuroinfusion, wisst ihr denn nicht, was das ist? Abnehm-Cocktail, ich stehe voll im Saft. Lipo-Power ist auch nichts. Meyers-Cocktail Deluxe, der hört sich gut an. Ja, da haust jetzt noch so ein Escorial mit dazu. Und dann passt das, dann werden wir da richtig auf die Kacke hauen. Was, Escorial? Ist nichts zu trinken, Idiota. Sind wir Arztpraxis.
Was? Wenn du willst, Schlucki, Schlucki, gehst du da zu Rest oder diese Zeit von den lustigen Burschen, kriegst du nichts bei mir. Irgendwas läuft doch da bei einem ganz rund. Unten habt ihr angeschlagen. Cocktails, ganz groß steht's dort. Da und sowas mag ich jetzt auch probieren. Tu jetzt einmal einen raus. Wir müssen auf einen grünen Zweig kommen. Aber das sehe ich schon, das dauert mir alles zu lang. Ja, da geh jetzt eher Richtung Mühlenstraße zum Kistlermann um mich. Ja, da sitzt halt noch der Gappel Joseph und der Schwagerin. Ja, und der Obama Hansi sitzt auch dort. Servus, sehr gelegt. Ja, gehst du zu dich, Saxi, und legst du dich selber, alter Lump. Hi, guten Morgen. Ich bin die Fee. Ich habe jetzt einen Termin um 10 Uhr. Na, was Fee? Glücksfee, Zahnfee, gute Fee, böse Fee, was Fee? Nein, die Fee vom Rursommerhof. Dem Ursprung aller Hofläden ist man nichts. Ja, Pierdolle. Haben Sie schon eigene Fee bei den Rursommer? Ja. Ist wie bei den Zigeuner. Haben auch eigene Fee. Jeder Stamm sein eigener kleiner Mistfee, so wie du. Weißt du, habe ich gelebt halbe Jahr bei den Zigeuner. Netter Völkchen. Naja, nimmst du bitte die Mamanese-Bogen, musst du erstmal ausfüllen, bitte. Danke. Name Fee Schröder. Leider noch nicht Harte. Schröder? Aber nichts dieser. Gerd Schröder ist alter Freund von Mütterchen Russland. Nein, andere Schröder. Ah. Beruf Jungbäuerin und Gründerin eines Start-up-Unternehmens für Kleintierheu. Da bin ich schon sehr stolz drauf. Hashtag Selfmade Woman. Hobbys. Feldarbeit. Und Tanzen. Habt ihr mir eh alle gesehen auf Instagram, gell? Ich weiß schon, dass ihr mir folgt. Poff, wenn dir irgendwelche Leute aus Ismaning folgen, die du gar nicht kennst. Allergien? Oh, schräg gegenüber bei uns, der Sascha, der gamsige Hund bei der Resi. Auf den bin ich auf jeden Fall allergisch, der regt mich ziemlich auf. Und mein Nachbar mit seinem ranzligen Rapsöl. Boah. Vorerkrankungen. Ah. Seitdem ich auf dem Rursommerhof bin, habe ich sowas von Rückenprobleme. Ich habe mir jetzt die dritten und vierten Wirbel angeknackst, wegen die alten Bulldogs bei uns auf dem Hof. Habe ich auch in meinem Podcast davon erzählt, aber braucht ihr gar nichts zu sagen, eure Kommentare braucht ihr auch nicht runterschreiben, weil ich habe mir jetzt was gekauft. Eine neue Brille, weil ich einfach nicht sehen kann, weil ich nach der Meinung von euch ganzen Leuten gefragt habe. Dann habe ich noch einen Tinnitus vom Scheppern von die Gülledeckel bei uns auf dem Hof. Ist fürchterlich. Und meine Schwiegermutter spricht mit Tomatenpflanzen. Da musst du ja deppert werden. Hashtag fuck my life. Wissen Sie was? Am besten wäre so ein Detox, da habe ich gelesen, das bieten sie an. Irgendwie mal raus, weg vom Hof, weg von den ganzen Ismaninger, Domrep oder so. Ja, machst du Domrep, bleibst du auch gleich da, gell? Aber jetzt gehst du ins Wartezimmer und musst du die Bogen ausfüllen, leiser. Nichts gut für meinen Kopf, dein Blabla, Hof hier, Hof da, ist mir scheißegal, deine Laber. Danke. Ja, Pierdolle, Stress heute. Da. Hallo. Hier Nien von Baolin, von Lackerwirt. Du gra angerufen bei uns, hand bedellt 2x139 und Ente Red Thai Curry mit Blaunelei. Ich muss leider sagen, der Ente ist nix mehr. Ey, können wir machen Hühnerfly oder Lindfly? Was magst du? Du mir bitte sage. Und dauert knapp 30, 35 Minuten. Du dann noch warte 20 Minuten in Kälte. Ey. Okay, bis später. Tschüss.
was diese Mann sprechen. Ich nichts verstanden mit diesem Akzent. Na, vielleicht ist Schwabe. Muss nur noch kurz die Welt retten. Danach flieg ich zu dir. Noch 148 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, denn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten. Und gleich danach bin ich wieder bei dir. Noch kurz die Welt retten. Hallo? Danach komme ich zu dir. Hast du Termin? Hallo? Verrückte Mädchen? Wer weiß. Sagst du Tante Oksana, wie kann helfen? Ja, sie können mir helfen. Sie können uns helfen. Ich bin die Christina vom Bündnis 90 Die Grünen. Und ich bin hier, um Unterschriften für meine Petition zu sammeln. Baustopp des Technischen Rathauses Ismaning. Sie müssen wissen, unsere Ressourcen geben den Bau einfach nicht her. Wir haben das Geld nicht. Na, kannst du nichts machen hier, Politik. Sind wir Arztpraxis, nichts Wahllokal. Bitte gehst du die schleichen. Okay, dann schleiche ich. Jetzt, Tante Oksana, weiß, an wen du mich erinnern. An alter Medizinmann aus dem Dorf von meiner Mutter, aus heutiger Türkei, die auch immer ist so geschlichen, war ein netter Mann. Bis Pfeil ihn hat getroffen im Kopf. Ab dann war er irgendwie komisch. Hatte Visionen. Wollte er leben an einem Kanal und machen seine eigene Wein und Whisky aus dem Wasser von dem Kanal. Und glaube ich, wollte große Plantage für den Christbaum, wo du kannst schlagen selber deine Baum. Wir Dolle machen bestimmt nur die dumme Preise. Musst du selber arbeiten und zahlen Geld. Glaube ich, hat geheißen Sieberadi von die Holzhof oder so. Ach, wie auch immer. Ich wollte nur um Erlaubnis bitten, bei Ihnen Unterschriften für meine Petition von Ihrem Patienten sammeln zu dürfen. Na, weißt du was, verrückter Mädchen? Alter russischer Sprichwort sagt, hast du Frau mit Bart? Kann sein, ist Mann. Ah, super, danke. Ich bin der Oberfeld, Treiber, Raucher, Saufer und Vogel, wo ich die Weiber. Treib mich rum bei der Nacht, schlaf am Tag, mein ganzes Leben ist ein Oberfeldrock. Ja, bist du deppert? Ja, du bist ja die breite Tochter vom Isinger-Razzi, oder? Ja, mei, mit dem Papp, da hab ich auch schon die eine oder andere halbe hinten. Bei der Texas-Merit, du bei die Halle-Bros, hab ich mit ihm gesuffen. Ja, aber dem Depp, dem kannst du nicht lang zuhören. Der redet da so viel Schmarrn. Kannst du dir bitte einmal kurz unterschreiben? Was? Unterschreiben? Was ist denn das? Ja, dir gebe ich gleich unterschreiben da. Da ist das Abo da für die Salzgraten da hinten. Vis-à-vis von dem schwindligen Alibaba-Grill oder wie? Da wo die alten Ratzlinge Weiber immer drin hocken. Du bist lustig. Dich mag ich. Was du überhaupt machen schon wieder hier? Bist du wie Boomerang, schmeiß sie 10-mal weg, kommst du 11-mal zurück. Weißt du, an wen du mich erinnerst? An die alte Wanderzirkus aus meiner Heimat. Ist auch immer wieder gekommen und hat zurückgelassen einen Haufen Scheiße. Was hast du gesagt? Du, ich verstehe dich überhaupt nicht. Du, siehst du das nicht? Ich habe ganz dicke Füße, ich habe Wasserfüße. Kennst du mir das vom Sommer noch absaugen? Ja, du, ich muss ja eine gute Figur machen für den Roberto Pitsch. Arsch am drüben. Du, aber jetzt reden wir mit der Chefin, ist da pressieren. Schau mal die so, ihr Blog mir schon so abgekriegt, die Haxen gar nicht mehr auf. Ja, Pierdolle, gehst du weg mit deinem Kasshax? Okay. Ist Ahorn. Musst du warten im Wartezimmer?
Da ist schon recht. Ärztin kommt bestimmt gleich. Katja, bitte, rette mich. So, Frau Rußhammer, bitte. Schön wär's. Leider noch Schröder. Ach, dann auch Schröder. Mei, Katja, schön, dass wir uns endlich mal so persönlich kennenlernen. Ja, ja, wir kennen uns doch von Insta. Nein. Doch, ich folge dir und ich habe dir geschrieben, zwecks Kooperation, ich mache Werbung für dich, du für den Rußhammerhof, aber du hast mir nie geantwortet. Nein. Also, wie kann ich Ihnen denn weiterhelfen? Also, ich bin hier wegen dem Detox, was Sie anbieten. Und die Lotte, die hart schon wieder, die müsste ich auch mal wieder wer anschauen, ja? Also, Entschuldigung, ich bin keine Tierärztin, ich bin Allgemeinärztin. Zu Ihnen. Gehen Sie doch bitte schon mal in Behandlungszimmer 3 und dann werden wir mal sehen, was wir mit Ihnen machen und den Hasen. Also den lassen Sie auf jeden Fall hier. Aber schauen Sie, dass der mir hier nicht die Praxis da scheißt. Ja, ja, da habe ich extra was mitgebracht. Was? Darf der nicht mit? Oh, Gottes Willen. Das ist unser Einstreu. Ach, super. So, Lotte, die Mama ist gleich wieder da. Bleib schön hier, ja? Lauf du mir nicht auch noch weg. Gehen Sie schon mal vor, bitte. Ich komme gleich. Moment, Moment, Moment. Bleibst du sicher nichts bei mir? Und meine schöne Ahorntisch, kleiner Fido, gehst du in Warteraum? Geh, lass halt den Hosen bei mir. Ich kümmere mich schon drum. Donkey Keiler macht es schon. Glaub es mir. Was du labern? Brauche ich immer noch deine Gesundheitskarte? Ja, da schon her. Jetzt waren wir soweit. Du, aber so eine Gesundheitskarte, die habe ich gar nicht. Du, ich hab höchstens mein Medizinerkarten vom Imperial. Das ist meine Gesundheitskarten, die tut mir gut. Glaube es mir. Ja, das ich glaube gerne, alter Lump. Bleibst du jetzt im Wartezimmer hocken und hältst du dein Wappen? Ja, Pia Dolle. Da. Grüß Gott, Frau Dr. Ambrust. Sie hätte mal eine Frage. Es war wirklich akut bei mir. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll mit meinem Kreuz. Die neuen Matratzen, die wirkeln mich so richtig her. Wenn's das noch nicht weißt, Haller Michael Matratzen Concord ist Geschichte. Jetzt war der andere Wind. Jetzt heißt's Haller Michael, Betten Ried, I'm ready for Rumble. Und immer streng nach dem Motto, wir flicken, Sie ficken. 24-Stunden-Service. Du, ruf mich zurück, es war dringend. Hallo, Michael. Servus. Ja, Piedale, was dieser Mann so gruselig. Hab ich Angst, kleine Oksana. Speise. Speiseöl ist das neue Klopapier. Ja, Hartl, Stefan, grüß dich. Ah, Katja. Hi. Hallo. Bussi. Bussi. Oh, schau her. Oksana, du schaust halt wieder super aus. Na, hallo, Graf, die Bauer. Ma. Super. Wie geht's dir denn? Oh, immer gut, wenn du kommst. Brauchst du was oder bringst du? Beides. Also, schau her. Ich hab euch die neue Lieferung von meinem Münchner Naturöl, dem Isagold Rapsal Rapsöl mitgebracht. Für eure nächsten Wochenrationen, verstehst? Aber eigentlich bin ich da, um das abgesaugte Fett von euren Patienten für mein Wachstum abzuholen. Habt ihr mir das schon hergerichtet? Ah, ich nix wissen, die Fett. Fragst du die Armbrust? Oksana, gehst du bitte schnell. Ich hab draußen schon alles vorbereitet. Ja, Pia Dolle. Immer ich muss holen, die alte Fett von die Fettern. Danke dir. Brauchst du? Schaust du hier, Graf die Bauer? Bitte. Oh, danke dir. Aber ich glaube, das ist er, oder? Naja. Ach, dann hatte ich es dahingestellt. Entschuldige, Oksana. Jetzt schaut's her.
jetzt kann Cheesy so endlich wieder weitergehen. Du, Gleitsong, seitdem ich die geschlamperten Fetten von euren Patienten hernimm, klaffern sie brutal. Ja, in der Feuerwehr haben sie sogar gesagt, damit kannten sie vielleicht auch jetzt Landkreisrenner gewinnen. Na super, Graf, die ist meine kleine heiße Geschäftsmann. Sie, Frau Rutschinsloh, wie schaut es jetzt einmal aus? Ist mein Cocktail einmal so weit? Ich darf jetzt einmal über benötigen. Setzen Sie den gleich einmal hinten am Arsch an und nehmen mit der Nadel. Können Sie ruhig richtig hinbausten. Das halte ich schon aus. Oh, Katja, bitte machst du diese. Muss ich speiben, wenn ich diesen Mann sehe? Ja gut, dann kommen Sie schnell mit, gehen wir in den Behandlungsraum und ich gebe Ihnen schnell die Infusion. Das machen wir zweimal schnell im Behandlungszimmer verschwinden. Wir verstehen uns, du kennst die aus, geh weiter mit. Nach Ihnen. Ach, Sie müssen sich doch nicht untenrum freimachen. Oben reicht völlig, Herr Keiler. Okay, steh dir noch nicht so. Es gefällt dir doch, was du siehst. Lang nur hier den horigen aufblatten Pavianusch. So, jetzt mal zusammenreißen, stillhalten, gleich piekst es einmal. Oh, da muss die Klamp, die alle Dosis. Ja, also auf Ihre Größe, da reicht Ihnen das leicht. Aber wie musst schon mit einem Monster vergleichen? Ich bin ein Brocker. So ein Schmarrn. Du, Oksana, hör schnell zu. Da. Ich hab wieder eine neue Geschäftsidee. Na? Wieder mal ein ortsansässiges, regionales Projekt in Ismaning. Ich hab mit einem echten Ismaninger Unikat, ich sag einmal, eine heiße Idee. Ich erzähl dir jetzt, wie das Ganze heißt, und du sagst, was du meinst, okay? Okay. Das Ganze heißt knallhart. Was sagst du? Ich weiß nichts, Kraftibauer. Bin ich nichts gut in dieser Erzählkreuz. Musst du mir geben einen kleinen Tipp, wie kann ich deuten, Lisa? Ja, vielleicht stehst du jetzt bloß ein bisschen auf dem Schlauch. Also, ich hab mit dem Knaller Max geredet. Ah, kenn ich auch diese Strizi. Das kann ich mir vorstellen. Also, ich hab mit dem Knaller Max geredet. Es war doch super, wenn wir die Geothermieanlage Moos optimal nutzen dann. Ja, also sage ich mal, ein weiteres Naherholungsgebiet schaffen. Ja, wir planen nämlich da hinten ein bayerisches Hammam unter dem Motto knallhart. Also eine Kombination aus Knaller und Hartl. Also eine Symbiose aus Ober- und Unterdorf. Ja, und weil es in der Geothermieanlage sowieso zuhorzen müssen, damit sie die optimale Temperatur zusammenbringen, war es jetzt nicht ganz so schlimm, wenn es wegen unserem Hammam noch ein bisschen mehr Feier geben müsste. Ja, und die Vorteile liegen ja ganz klar auf der Hand da hinten. Wir haben wahnsinnig viel Kaffees ums Eck. Als Kaffee vom Reife, vom Lagerhaus, als Kaffee vom Porsche Alex, beim Kistler drin und der original schwarze Kaffee aus Eritrea und Äthiopien von den Flüchtlingen. Ja. Und außerdem haben wir da hinten eine Szenerie, wie du sonst nur in Kitzbühel beim Stangelwirt kriegst. Wieso? Ja, nicht wegen dem Schnee, aber wegen die Hirschen und wegen die Rehe. Verstehst? Na? Also das wird mir jetzt langsam zu blöd. Ihr seid ja alle irre. Können nicht ein paar mehr Menschen so sein wie die Kuba-Sandra? Die hat jetzt extra ihr Nagelstudio hingeschmissen, damit Schamanin werden kann. Ich bin mir ganz sicher, wären nur ein paar Menschen so wie Sie und würden einmal am Tag einen Baum umarmen, dann wäre die Welt ein kleines Stück besser. Und ich gehe jetzt auch wieder die Welt retten. Ich muss nur noch kurz die Welt retten und danach trinke ich ein Bier. Gehst du Welt retten, verrückter Mädchen? Ich mag diese. Graf die Bauer? Ja. Juhu. Habe ich, glaube ich, eine sehr, sehr gute Geschäftspartner für dich. Ganz Ohr, hör zu. Pass du auf. Meine Cousin Oleg von bosnischer Seite macht Trockenbau. Hat viele Baustellen in München schon gemacht. Hat auch gemacht diese Hallenbad. Oh Gott, nein. Stopp. Wo jetzt fliegen die Fliesen von die Decke. Aber war nicht schuld, Oleg. War diese Italo-Bazzi, Lucky Alio Olio. Nein, halt. Da brauchen wir gar nichts.
Das mit dem Bauen, das machen wir wieder über den Knallermax und der wieder über den Hasenbau, so wie euer heute. Hasenbau? Aber bitte nichts Firma von dieser verrückten Hasenfee. Nein, 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 heute. Dies ist die Fee vom Rußhammerhof, also meine Nachbarin. Das hat damit gar nichts zu tun. Na. Ja, du bringst da alles durcheinander. Jetzt hör zu. Ich mag dazu mein Projekt weiter erzählen. Also, was ist denn da hinten beim Geothermiegelände, was ist da in der Nähe? Ja, die ganze Gemeinde. Der Bauhof, GWI, SVI, alles nicht weit weg. Da kann man doch Mitarbeiterkonditionen für die Gemeindemitarbeiter anbieten. Dann hält ich den halberten Lohn schon mal voll. Was meinst du? Ich weiß nicht, Graf die Bauer. Kenne ich mich nicht aus bei dieser. Ja, ich spann schon. Musst du vielleicht erzählen jemand anderes. Aber kann ich dir vielleicht sonst noch irgendwas Gutes tun? Oh Gott, das läuft jetzt in eine ganz falsche Richtung. So hab ich's nicht gemeint. Katja, gut, dass du da bist. Ja. Jetzt hör schnell zu. Ich hab's gerade der Oksana schon erzählt. Ich hab ein neues Projekt vor in Ismaning. Und da kann die vielleicht brauchen. Du kannst mir da vielleicht ein paar Patienten vermitteln. Ja. Lass da du das einmal von ihrer erzählen, was ich machen will. Und dann sagst du mir, ob du dabei bist oder nicht. So machen wir's. Super. Für die habe ich eine wöchentliche Ration von meinem Isargold, Rapsal, Rapsöl, von meinem guten Naturöl, habe ich da auch mitgebracht. Dann kannst du die letzten Ölungen für deine Patienten wieder machen, verstehst? Wunderbar. Und, ganz wichtig, du hast mich darum gebeten, eine besondere Lieferung, das sogenannte Bibergeil. Ich bin gespannt, was du draus zauberst. Vielleicht kannst du dem einen oder anderen damit helfen. Sehr gut, vielen lieben Dank. Ich gebe dir auf jeden Fall Bescheid. Ich sag dir jetzt in deinem Sprechzimmer, ja, was ich damit alles erreicht habe. Auf geht's, mach mal. Oksana, schön dich wieder gesehen zu haben. Für die Graf, die Bauer, kommst du bald wieder. Oh. Ja, da schau her, der Ölprinz von der Schlossstraße. Ja, genau. Er meint, er ist ganz was Besonderes mit seinem Putzteherschädel um. Dabei presst er bloß das alte Rapsöl. Grüß Gott, schöne Frau, ich war wieder da. Niemand ist geiler wie Günther Keiler. Glaub es mir. Da schau her. Was jetzt da auf die Wand? Ein Strauß Blärme. Hast du nicht so ein Gefühl wie ich? Da ist doch irgendwas Besonderes zwischen uns. Da knistert's doch gewaltig. Wie schaut's aus mit uns zwei? Die einzige Gefühle, ich habe, wenn ich die sehe, muss ich speibern. Außerdem ist bei deiner kleinen Lumpi nichts mehr mit Knister. Ist schon fallen ab vor lauter. Da ist die nicht. Da schäbert und kracht's bei mir. Ich bin im besten Alter. Du, und weißt, was wir zwei jetzt noch machen? Du hast das Geschenkerl von mir gekriegt. Du weißt auch, was du gefasst machen kannst. Wir zwei, wir fahren Richtung Schillerstraße. Weil zwischen Markirchner und Lindwurmstraße, da kenne ich mich aus. Glaub es mir. Wir machen uns einen schönen Tag. Kenn ich mich aus mit alter, perverser Aschelocher. Gehst du woanders, nichts bei mir, du Krieger. Was heißt da pervers und alt? Das gefällt dir doch, so wie du ausschaust. So, na, rutsch mal durch den Buckel, Abi. Du blöde Brütschen, ich pack's wieder. Ich geh jetzt Dresden jetzt und Gsaxi. Ja, und dann ist halt da der Alte in der Gewirrin. Der Gstinger, die Hufschmidt mit seinen ganzen Kameraden auch wieder drin. Servus. Gehst du zu dir, Gsaxi, und legst du dich selber Zucker. Ja, hier, Dolle. Da. Katja, grüß dich. Maria ist droh von der Rundsau. Du, Katja, ich hab mir gedacht, du kannst ja einmal in mein Illustrierte. Dass halt einmal wer anders drin ist und nicht immer die gleichen. Ja, und natürlich wegen dem Gesundheitskonzept und so weiter. Gell, das weißt ja du am allerbesten. Aber halt bitte nicht zu lang, gell, weil ich brauch halt einfach meine 11 Seiten für die Hundebabys. Ich weiß ja selber, gell, aber wir haben ja schon so viele süße Hundis aus Rumänien vermitteln können. Also, schreibst mal was zusammen, gell? Ciao! Na, hab ich gekauft 4 Hunde schon. Ist jeder kaputt gegangen nach 2 Wochen.
So, dann wollen wir doch mal sehen, wer als nächstes drankommt. Ene, mene, mu und raus bist du. Raus bist du noch lange nicht, sag mir erst, wie alt du bist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eine alte Frau kocht drüben, eine alte Frau kocht Speck und du bist weg. Ene, mene, miste, es rappelt in der Kiste, ene, mene, meck und du bist weg. Ritz und Ratz, Maus und Katz, Katz und Maus, du bist raus. So, jetzt reicht's mir hier aber. Erst ersetzt mich dieser Schaffler bei meinem Herzensverein durch irgend so einen Wiener Kampfi. Und nun sitze ich seit Donnerstag hier bei Ihnen in der Praxis und bin immer noch nicht dran gewesen. Ich dachte, wir sind hier in einer Facharztpraxis und nicht in irgendeinem Irrenhaus. Wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Nein. Michael Clemens Frei. Ich fühle mich auch so frei. Mit 11 Jahren der Jüngste im Singverein. Mit 12 Jahren hatte ich meinen ersten Freisinger beim Freistilsingen. Mit 14 Jahren das Bundesjugend-Singsternchen im Singen in Singen gewonnen. Und nun, letztes Jahr, mein absoluter Höhepunkt. Das Kranzelsinger mit meinem Männergesangsverein. Der Männergesangverein ist mein Name. Proudly present. Kranzelsinger. Kranzelsinger! Sie, Frau Ärztin, können Sie mir eigentlich mal erklären, was das da hinten sein soll? Das wäre eine Überraschung für dich sein. Ich sehe es nachher schon, gell? Also sei nicht so neugierig. Na, passt schon, passt schon. Hallo, gibst du mir erstmal Krankenkarte, bitte? Kartenbälle? Bist du beim Einkaufen? Kaufst du mir vielleicht was? Na, ich meine ja freilich, selbstverständlich. Kaufe ich dir was, Mausi. Aber wie gesagt, das sehe ich nachher schon, gell? Lass dich überraschen. Ich rufe dich nachher nochmal zurück. Ja, also, ciao, Mausi. Für dich. Die Busse, ciao. Da hinten, guck mal. Servus! Bin der Ebermatt, der Stier von Eiching! Auch bekannt als Scharfschütze! Ja, ich war auch da wegen meinem Termin bei der Frau Doktorin, wissen Sie? Glaub ich, weiß ich schon. Bist du die Matti Stier wegen die dicke Ranzen, stimmt? Na, sagst du nichts? Tante Oksana weiß selber. Bist du die Eberl wegen die Pfeifer, die nichts pfeift, stimmt? Was? Na, das könnte wirklich nicht sein.
Ich meine, dass ein Eberl sein Pfeiferl einmal nicht mehr pfeifert hat. Das hat es ja noch nie nicht gegeben. Ich meine, ein Eberl sein Pfeiferl ist Pfeifer immer, ne? Da hat sich noch nie nichts gefeiert. Ach, brauchst du nichts schammer dich. Ist ganz natürlich in deinem Alter, kleine Zuckerbär. Meine Cousin, ehemalige tschechische Ski-Alpinmeister Oleg Bretschoba, hat immer genommen die Knoblauch für Potenzia. Nimmst du Fitzel von die Knoblauch und gibst du auf dein Spitzele, bis brennt. Dann gehst du hoch wie sowjetische U-Boot. Also, wie gesagt, da feiert sich nichts. Beim Eberl pfeift noch alles und das Pfeifen steht da noch. Wie gesagt, ich war lediglich da, damit ich meinen jährlichen Ölwechsel bei der Frau Doktorin kriege. Wissen Sie, damit ich halt in Zukunft wieder, ja wie früher auch, anstatt 10 Stunden wieder 12 Stunden komme. Wir sehen uns, wo ich bekannt war als der Stier von Eiching. Ja, jetzt ich verstehe. Passt du auf. Musst du gehen zu die Graftibauer, netter junger Mann, brauchst du dir Rapsal Naturöl. Musst du einschmieren deine ganze Burschalat, aber gründlich samt die Kackerle. 2 bis 3 Mal täglich, 40 Tage am Stück, dann du hast keine Probleme mehr. Mein Vater hat auch immer gesagt, hast du gut geschmiert, fährst du länger. Ausi, grüß dich, was gibt's denn schon wieder? Du Berli, grüß dich. Du, jetzt pass einmal schnell auf. Was ich da vorhin vergessen hab zum Sagen. Der Hund hat schon wieder auf unseren teurigen Teppich geschissen. Und Antonia mag das nicht wegmachen. Jetzt muss ich in meinem ganzen Stress da mit dem ganzen Papier da heimfahren und das wegputzen. Ja, das weil unsere Mädels machen ja sowas nicht. Ja, mei. Petra, was ist da schon wieder mit den Hunden? Hab ich schon wieder an den Eisberg geschossen? Du Mausi, sag mal, hab ich da gerade einen Weberlotter gehört? Ja, der hockt gegenüber, ja? Ja, du stell mich mal schnell durch zu ihm, den darf ich brauchen. Das darf mir jetzt gerade recht kommen. Mei, bitte, bitte. Du Weber, der Berli ist für dich am Telefon, gell? Ja, Lothar Weber war parat. Grüß dich, Berli. Mausi, grüß dich. Lothar, meine ich. Lothar, grüß dich. Servus. Du, saublöde Geschichte, ich mach's ganz kurz und knapp. Ich hab gestern im Moos hinter so einen Drecksfieber zusammengefahren. Der flackt jetzt gerade bei mir im Kofferraum drin und stinkt das ganze Auto voll. Ich wollte dir nur sagen, was du letztendlich mit dem Biber machst, ist mir wurscht. Ob's du eingrabst, ob's ihn reichert oder ob's ihn der Polizei gibt, weil die fressen ja so gern das Biberfleisch, gell? Ich wollte dir nur schnell sagen. Ja, der scheiß Biber macht mir bloß Ärger, das Vieh. Und das alles kurz vor meiner Rente. Da fällt mir nichts mehr ein. Ich hab alles probiert. Ich hab versucht, ihn einzuzäunen. Da hab ich die Bäume eingezäunt. Da hat der Biber mich eingezäunt. Und dann, die Burschen, haben sie mir einfach an meinen Festplatz ihre Hütte hingestellt. Den ganzen Festplatz ruiniert. Ja, so gemein. Aber dann, ja, habe ich ihnen den Ball aufgeschüttet in ihrer Halle, um sie im Zaum zu halten. Und was machen die Burschen? Schließe ich mit Bauerntheater zusammen und mache mir den ganzen schönen Rasen im Hain kaputt. Du arme Sau. Aber da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und da reg ich mich nicht mehr auf. Ja, geleg ist dieser ein grantiger Hund. Ja, der muss unzufrieden sein, der hat gemacht. Das gibt's ja gar nicht. Ja, Herr Eberl, grüß Sie. Wie kann ich Ihnen denn behilflich sein? Grüß Sie, gut, Frau Doktorin. Ja, wissen Sie, es ist ja so, das ist mir schon fast ein bisschen unangenehm, warum ich halb bei Ihnen bin. Wissen Sie, ich fange gleich an. Meine Frau, meine Mausi, das ist eine Rothaarige. Ja, und wissen Sie, was man über rothaarige Frauen sagt? Nein. Nein, dann sage ich es Ihnen. Bitte. Rothaarige Frauen haben gerne mal ein paar PS mehr unter der Haube. Ja, und ich, der Stier von Eiching. Ich hab das Gefühl, in meinem Alter, ich werde in den PS einfach nicht mehr her. Wissen Sie, ich hab das Gefühl, die saugt mich direkt aus. Ich verstehe schon, aber haben Sie es denn nicht mal mit eiweißhaltigen Lebensmitteln probiert? Ja, ich meine, selbstverständlich. Ich meine, wir hocken ja, mit Mausi und ich, mindestens
dreimal in der Woche am Viktualienmarkt drin bei der Fischwitte bei der Ebenbeck-Steffi. Geh und hauen uns da mindestens 3 Kilo Scampis und Austern rein, das gerade aus dem Schäber. Die wollen wir fressen da drin, aber wir die Drescher. Ja gut, aber da wird ja der Alkohol auch eine Rolle spielen, oder? Und das ist ja ganz klar, man frisst nicht Scampis und Austern und trinkt dann kein Shampoos dazu, oder? Ich meine, das macht man doch nicht. Ja gut, da hast du natürlich recht. Das wird sich, denke ich, aufheben, aber ich habe, glaube ich, genau das Richtige für dich. Ich habe vorher nämlich eine frische Lieferung Bibergeil erhalten. Ja, und das sollte die Standhaftigkeit deutlich verlängern. Bibergeil-Songs? Ich meine, dass ich da noch nicht selber drauf gekommen bin. Ich meine, ich als alter Jager und Scharfschütze, ja, und Biberfreund, gell? Ja, und sie meinen, das hilft, oder wie? Also muss ich dann da mein ja, wie es Oksana vorher gesagt hat, mein ganzen Wurstsalat samt die Gackerl mit einrein, oder wie? Also nein, Oksana, was hast du denn da wieder für einen Schmarrn erzählt? Oksana, böse! Nein, aber zum Produkt. Es handelt sich um das Sekret des Bibers, welches aus der Analdrüse des Bibers gewonnen wird. Er selbst nutzt es zur Fellpflege, seiner Duftmarkierung und zur Unterscheidung seiner Artgenossen. Aha. Ich meine, das weiß ich alles. Ich bin ja alter Jager und Jager wissen ja sowas. Nicht? Ja, aber zur Unterscheidung seiner Artgenossen. Genau, ja. Ich meine, ich, der Eberlmatt, der Stier von Eiching. Ich meine, ich bin ja eher außer Konkurrenz. Ich meine, ich unterscheide mich eh von allen meinen Mitstreitern. Ich meine, bei meinem Sexappeal und bei meinem Diritari. Ja? Da liegt mir quasi die Damenwelt zu Füßen. Außerdem bin ich ja bekannt dafür, dass ich gerne mal ein bisschen mit meinen Händen ein bisschen hingelang. Sobald einmal eine Dame in meiner Nähe ist, habe ich eh schon meine Hände dran. Und außerdem, früher war ich auch bekannt als der Lotion-Poser vom Ort, nicht? Oh. Also ich würde vorschlagen, ich zauber Ihnen da jetzt mal eine schöne Infusion raus und dann bin ich auf deinen Erfahrungsbericht gespannt. Ja, und es ist jetzt alles recht und schier, aber bis wann haben wir denn da ungefähr dann so eine Wirkung? Wie lange dauert denn das alles? Ja, also die Infusion dauert 20 Minuten, die Wirkung tritt nach 2 Stunden ein und hält ganze 12 Stunden lang. 12 Stunden so? Ja. 12 Stunden volles Rohr. Ja, volles Rohr. Jawohl. Dann ruf ich jetzt gleich mal meine Mausi an und frag's, was heute auf die Nacht noch tue, weil dann kann man das ja gleich ausprobieren. Optimal, ja. Ich mach die Infusion. Gemeinde Eberl, ist mein grüß Gott? Mausi, grüß dich! Mein du, da ist dein Bärli, gell? Grüß dich, Bärli, ja. Du, Mausi, was treibst du heute auf die Nacht noch? Weil du, eigentlich habe ich jetzt halt nicht wirklich was vor. Meine Damen und ich wollten vielleicht zum Sascha in Dresden, aber ich habe eigentlich nicht so wirklich Lust drauf. Ja, du dann sagst deine grantigen, verbitterten Damen ab und ich darf gerne mal wieder einen Abend mit dir ganz allein verbringen. Ach. So wie früher. Nur wir zwei ganz allein. Und dann hätte ich gesagt, dann holen wir uns zur Vorspeise ein bisschen Antipasti von Francesco. Ja, dann als Hauptspeise von der Rest ein paar Blut- und Leberwürst mit einem Sauerkraut dazu. Ja, und danach hätte ich noch gesagt, eine gute Flasche Rotwein. Dann unsere Dichter, die schickst du zum Sali Salami in die Schweiz habe ich. Hamausi, hört sich das nicht gut an? Ja, mein Freili, Berli, da freue ich mich, wenn du sowas sagst. Aber jetzt muss ich dich schon fragen, wie kommst denn du da drauf? Hast du vielleicht irgendwas vor mit mir? Ja, freili habe ich was vor mit dir. Das kannst du dir ja vorstellen, aber ich mag dir noch gar nicht zu viel verraten. Ich mag dir nur noch so viel sagen. Zeig dir was Warmes oder, damit ich was zum Auspacken habe. Geh, Mausi, also. Ciao, pfiat dich. Pfiat dich. Ciao. Du Weber. Ich möchte jetzt nicht nerven, aber ich glaube, ich muss ja der Stundenführer gehen. In diesem Ring ist er wieder Stirnklaffer. Was? Du auch noch? Ja, ja. Dreh dir am Pato mit auch noch durch. Ganz auf wieder. Wo ist der Bauer noch ein Zeug? Ja, Zeug mir rein. Jetzt werden wir gleich ums Haus. So, wer wäre denn jetzt als nächstes dran? Oh, ich dachte so ein Cocktail nicht mehr. Und der hat sich aber auch noch keiner gekümmert. Halt, stopp! Jetzt reicht's mir aber wirklich! Jetzt bin ich dran! Ich bitte um Aufstellung! Ach.
die Feste feiern, so will sie fallen, wo wir auch sind. Drum feiern wir bis morgen früh und alle machen mit. Und alle! Ende zum Himmel, Ende zur Hölle und wieder hoch, hoch, hoch zum Himmel. Ende nach vorne, Ende zur Seite und wieder hoch, hoch, hoch zum Himmel. Ende zum Himmel, Ende zur Hölle, das machen wir bis morgen.